Letztes Mal bei Sturmflut der Letztes Mal bei Sturmflut der Liebe. Die Manns sind in der Klinik angekommen. Haben nun besprochen, nenne ich es mal, wie es weitergeht, wenn alles hier fertig ist. Dass sie gleichberechtigt ja, hinter diesem Artikel stehen werden und gehen nun auf Tuchfühlung mit der Klinik. Katharina von Fichtstetten hatte einen Besuch bei ihrem Patienten und hat nun die neue Frau ihrer großen Liebe kennengelernt, die ihr mit viel Liebe vermittelt hat, dass sie doch nur eine flüchtige Bekanntschaft hat, eine große Bedeutung. Und Vince stand auf einmal Sonderermittler Petersen gegenüber, der die Drogen gefunden hatte und nun Easy verdächtigt, was ihn fertig macht. Er muss Easy retten. Und dann ist da noch Vincent. Vincent hat seiner baldigen Verlobten klargemacht, dass es seine baldige Verlobte nicht mehr lange ist, denn er möchte heiraten. Die Kamera fährt über den Strand und über die Dünen hinweg, hinein in einen kleinen Wald, wo man schon von der Ferne eine große, weiße, strahlend weiße, frisch gestrichene Villa sieht. Alt, aber wirklich topmodern aufbereitet. Die Kamera fährt heran und man sieht auf dem Parkplatz der Villa wirklich wunderschöne Autos, die neuesten, die teuersten. Und direkt neben diesem größeren Parkplatz gibt es noch einen kleinen separierten Parkplatz für die, die nicht unbedingt gesehen werden wollen. Die Kamera fährt durch die wunderschöne Tür, die automatisch sich öffnet, wenn man darauf zutritt, und geht in einen wirklich luxuriösen Eingangsbereich einer Klinik, wo sie auf einen Tresen zufährt, wo Easy Rotenberger sitzt. Und sie in die Kamera strahlt und dir ein Formular überreicht mit Klemmbrett und dir zuzwinkert, weil du das doch bitte unterschreiben sollst. Die Kamera fährt weiter. Man sieht ein quasi Catering-Wagen gerade ankommen von einem Hamburger Sternekoch, der das Mittagessen bringt. An dem fährt sie vorbei und sieht schon da, wie einer der Chefarzt an sich, Ronald Harzer, dort steht und ein Interview gibt, und zwar mit Vincent Vince von Fichtstetten. Vince steht da mit seinem Handy in der Hand, hält das so im Selfie-Modus mit dem Doktor und stellt ihn einige Fragen. Die sind irgendwie im Gespräch verwickelt. Und dann bedankt er sich, sie schütteln noch Hände, er macht das Handy aus und schaut nochmal den Wagen mit den Leckereien hinterher, der gerade vorbeigefahren ist. Die Kamera fährt weiter, man kann in einige der Patientenzimmer blicken, man sieht Patienten, die man kennt, aus von Musiker, Filmstars, aber die Klinik geht noch weiter, wir gehen ein Stockwerk höher und noch ein Stockwerk höher in einen ja, halb privat wirkenden Bereich, und wir kommen in ein riesengroßes Büro, an dessen Schreibtisch eine Frau sitzt, nämlich Katharina von Fichtstetten. Die gepflegte End-50erin hat den schlanken Telefonapparat in den Händen und lächelt etwas suffisant und sagt: Nein, danke, wir geben keine Interviews an Externe. Die Privatsphäre unserer Patienten ist unser heiligstes und höchstes Gut. Vielen Dank. Legt auf und schaut in die Ferne. Gehen wir auf den Flur. Und wir wissen, dass Juliana Mann jemanden treffen wollte, nicht wahr? Genau, also Juliana ist ja auf der Suche nach Marc Rildo wieder durch die Gänge gegangen, ja. Hat allerdings aus einem Fenster noch einen Blick auf Lars werfen können, der ja bei der Zeitung ihr Chef ist, aber auch mal ihr Geliebter war, und durch das offene Fenster noch Sprachfetzen seines Telefonats mit seiner Frau gehört und mit einem tiefen Seufzer sich von diesem Fenster abgewandt und auf der Suche nach einer guten Story sich durch die Gänge begeben. Mhm. Ja, ich weiß ja nicht genau, wo das Zimmer von dem Marc Rildo ist. Der sitzt tatsächlich noch genau da, wo ihr ihn schon getroffen hattet. Diesmal hat er aber so ein Buch aufgestellt und es ist mir eine Freude, dass ich nicht nur das Feuer in deinem Haus löschen konnte, sondern auch deins entfachen. Hast du wunderschöne Augen. Dann guckt er dabei in deine Richtung. Ich hoffe, dass wir noch viel zusammen erleben werden. Es ist eine Szene.
Eine Szene, die Sie üben müssen. Zwinkert. Wirkt es gut? Haben Sie es mir geglaubt? Aber ja, ach, ich wünschte, naja, also Schauspielerin wäre ja nicht mein Ding gewesen, aber ich beneide schon ein bisschen Ihre Co-Schauspielerin. Ich werde in das Haus rein müssen, es brennt. Oh, ich werde mein inneres Trauma, ich werde es bekämpfen müssen. Die Flammen, die mich umzüngelten, meine Hände erfassten. Haben Sie denn wirklich ein Trauma erlitten durch diesen Unfall? Das ist ja dann schrecklich, wenn Sie dann weiterdrehen müssen. Ich bin Profi, wissen Sie. Ja, sicher. Und man gibt mir hier. Deswegen sind Sie hier. Ich? Ja. Ach, Kleinigkeit. Also mein Mann findet, na ja, da könnte so eine oder andere Sache größer sein. Aber also nichts Dramatisches wie bei Ihnen. Nichts, was Not tut, in dem Sinne, dass es medizinisch notwendig ist. Haben Sie sich denn hier gut betreut gefühlt? Ich bin sicher, dass Sie eigentlich schon perfekt sind, aber es geht ja natürlich, da hat Ihr Mann wahrscheinlich recht, immer perfekter. Nun passen Sie auf. Ich gehe etwas näher zu ihm ran. Auf welcher Station sind Sie hier? Oh, wir haben das, die Familiensuite. Ah, genau meine. Passen Sie auf. Solange nicht dieser Pfleger Moritz da ist, da sagen Sie kein Wort. Eine gute Seele. Aber wenn Sie nach den OP entweder ein bisschen Ablenkung brauchen oder ein bisschen zu viel Schmerzen haben, fragen Sie einfach die anderen zwei Pfleger auf Ihrer Station. Also nicht den Moritz. Nein, 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 der Moritz. Er ist das Einzige, was er hier mal gemacht hat, habe ich gehört. Seine Ische in der Besenkammer flachgelegt. Cooler Move. Er scheint ein cooler Dude zu sein, aber er ist echt ein guter, weißt du? Das Spezialprogramm, das gibt es nur von den anderen. Wie heißen die? Nicht, dass ich da, also ich meine, die werden ja mehr als drei Pfleger haben. Ja, aber, ja, also, Nachtpfleger. Ah, ja, okay. Wissen Sie, ich bin Henry auch so schmerzempfindlich. Henry ist einer von Ihnen. Henry und Philipp. Ah, ja, das ist gut, dass Sie das sagen. Ich bin so schmerzempfindlich. Da könnte das natürlich gut sein. Aber dieser andere, dieser Moritz, der hat hier wirklich einfach mit einer Kollegin in der Besenkammer? Also ich dachte, das sei ein renommiertes Haus hier. Nun, Sie sind jung. Ja, na ich ja. Ich war schon mal mir sicher, es gab eine Abmahnung. Sicher, bestimmt. Der Aber sitzt im Rollstuhl. Ja, er sitzt im Rollstuhl. Wissen Sie, kommen Sie doch einfach mal wieder vorbei. Mein Zimmer ist da hinten links. Und darf ich es sagen? Das schönste Kleid, was ich je. Sie wird hochrot. Also man sieht wirklich, wie sie die Röte in die Wangen schießt. Und vielen, vielen Dank. Ich mag es auch sehr gerne. Ich muss üben. Soll ich Sie noch irgendwo hinfahren? Nein. Dieser Ort jetzt hier ist für mich Inspiration genug. Ich werde diese Szene üben mit Ihnen. So. Aber wenn Sie mal irgendwo in den Park möchten, dann sagen Sie einfach Bescheid, dann bringe ich Sie. Vielen Dank. Bitte, bitte. Und wir gehen weiter auf dem Klinikflur, wo Gernot sein Gespräch beendet hatte. Und nun ein leichtes Weinen hört im Garten. Ich. Gernot geht hinaus, stellt sich so an eine der offenen Flügeltüren, die hinaus in den Garten gehen, und zündet sich so eine Zigarette an und schaut, wer das denn ist. Das Viola Bergmann, die Ärztin. Man lächelt süffisant. Nieft zu wenden.
Stofftaschentuch. Er lässt sich Zeit, als er sie von oben nach unten und von unten nach oben einfach begutachtet, sie einordnet in seine Eroberung, dann die halb gerauchte Zigarette achtlos nach unten wirft und dann nochmal ausdrückt und dann zur Seite schnickt und sich aufrichtet und zu ihr hingeht. Ach, entschuldigen Sie. Oh, ja, entschuldigen Sie. Das ist hier eigentlich nicht der Standard. Ich bin wieder, ja, Sie sind Herr Mann, richtig? Ja. Möchten Sie ein Taschentuch haben? Und er holt ein frisches Taschentuch, nicht benutztes Taschentuch heraus. Ich kann leider nicht widerstehen, Ihnen hier zu helfen und unter die Arme zu greifen. Man kann schöne Menschen nicht leiden sehen und sie scheinen wohl sehr stark zu leiden. Ja, heute mein Leben zusammengebrochen. Also, ach, ist es egal, Sie sind ein Patient, da darf ich mit Ihnen nicht drüber reden, es tut mir leid. Dann reden Sie doch nicht als Patient zu mir, sondern als Freund. Freund? Ja. Und wenn es nur für eine begrenzte Zeit ist, sehen Sie mich als Freund an, der offene Ohren hat und Ihnen einfach nur zuhört. Dann spielst du für? Manipulate a superior. Und sie haben ja ein Machtverhältnis zwischen Patient und also ein super verqueres Machtverhältnis in alle möglichen Richtungen, aber ja. Ja, dann machen wir das doch mal und warte nur, bevor du würfelst. Ist die Zielperson in guter Stimmung? Nein. Beeinflusst dein Wohlbefinden direkt das ihre auf jeden Fall, weil du ja was von ihr willst und sie von dir. Was ist bei deiner Maske deine Frage? Übernimmst du die Kontrolle dieser Situation? Ja, tust du. Das heißt, da werde ich dann plus 2, ich habe eine 7 gewürfelt, da wäre ich bei 9. Dein Ziegel gibt nach und tust, was du verlangst. Beim Erfolg, bei einer 7 bis 9 brauchst du ein wenig mehr Überzeugungsarbeit. Wähle 1, demütige oder erniedrige dich, du bekommst einen Zustand oder gib dem Ziel zuerst etwas, das sie will. Ich würde das zweite geben. Okay. Weiß nicht. Weiß es nicht. Nee, sie wissen es nicht. Ich meine, wir sind doch hier alleine und letzten Endes hat keiner Zeit für sie außer ich. Und ich habe ganz viel Zeit. Meine Frau ist gerade in einer Botox-Behandlung, ich habe keine Ahnung. Und somit können sie sich meiner vollsten Aufmerksamkeit bewusst sein und meiner Einfühlsamkeit. Und so eine, es wäre ja ein Frevel, eine so schöne Frau wie sie weinen zu sehen. Das bricht mir nahezu das Herz. Okay. Sie haben recht. Sie wirken so empathisch, wissen Sie? Ich weiß. Einfühlsam. Ich weiß. Ich werde mich am Wochenende verloben, wissen Sie? Ach, wer ist denn der Glückliche? Der Sohn der Klinikbesitzerin, der mich in der Hand hat mit meinem Job hier und allem. Und er hat mich bei einem Fehler erwischt. Nein. Und jetzt will er mich trotzdem noch, damit ich hier bleibe wahrscheinlich. Und das, er würde mich... Ich weiß es nicht, ich kann nicht unter seine Haut gucken. Auf jeden Fall, er verachtet mich jetzt und aber er möchte nur noch mit mir Kinder kriegen des Standes willen und er will mich sonst nie wieder anfassen, wissen Sie? Und ich lege so meinen Arm um ihre Schulter, um ihre Hüfte. Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, es war eine Affekthandlung, eine... in der Situation wurden Worte gesprochen, die nie hätten gesprochen werden müssen. Und somit glauben Sie mir, ich bin mir sicher, Ihr zukünftiger Ehemann wird das schnell vergessen haben. Und ein Ausrutscher ist nichts. Wissen Sie, es ist furchtbar. Furchtbar.
denke, gut aussehende Frau, nicht wahr? Ja, Sie sind eine gut aussehende Frau. Und ich meine, als gut aussehende Frau kann man sich einmal einen Ausrutscher erlauben. Und ich bin mir sicher, er wird Ihnen verzeihen. Ich bin zuletzt. Ich wollte alles von ihm, wissen Sie. Das immer, glaube ich. Überall, voller Leidenschaft. Und er war entweder nicht da oder er hat Nein gesagt, kurz vor unserer Verlobung. Ich glaube, er wollte sich einfach das Beste für Sie aufheben. Nein. Welcher der beiden Herren ist es denn? Der Herr Ferdinand oder der Herr Vincent? Ferdinand. Oh, ja. Ich habe gehört, er ist auch der Schönere der beiden. Die wenigsten können sie überhaupt unterscheiden, aber für mich strahlt so eine wohlwollend erotische Arroganz aus. Ja. Die hat sein Bruder nicht. Der ist eher so ein Tollpatsch. Ja. Sehen Sie, da haben Sie ja schon die erste richtige Entscheidung getroffen, sich für Ferdinand zu entscheiden. Ich bin mir sicher, und ich drehe sie so zu mir hin, und um ihr in die Augen zu schauen und versuche so ganz tief in ihr. Und ich bin mir sicher, Sie haben die richtige Entscheidung für Ferdinand getroffen. Und wenn Sie das möchten, und ich glaube, er braucht etwas Zeit, aber wenn Sie möchten, können wir heute Abend bei einem Glas Wein und einem leckeren Essen zusammen einfach besprechen, wie, ich meine, ich kenne Männer und ich kenne Frauen. Ja. Und ich bin mir recht sicher, dass ich Ihnen einige gute Tipps geben kann, wie Sie sein Herz auf immer festigen können, dass es bei Ihnen bleibt. Ja, ich habe hier eine kleine Wohnung am Ende der Klinik. Vielleicht treffen wir uns einfach dort. Ja. Und ich nehme so einen Finger, so einen Daumen und streiche so ein bisschen die eine Träne aus von ihrer Wange runter. Ja, ich war. Bis später. Bis später. Danke, dass Sie da waren. Ja, kein Thema, Dame. Meine Viola, darf ich den Nachnamen erfahren? Ich glaube, es ist hier besser, wenn man mit dem Nachnamen angeredet wird. Dr. Bergmann. Ach, Frau Dr. Bergmann. Oh. So, wir gehen kurz zu Ferdinand. Ferdinand, hallo. Du bist befreit. Du hast das Gespräch hinter dich gebracht, voller Freude. Es geht mir auch richtig gut. Auch wenn ich, vielleicht auf so eine gewisse Art und Weise, weil das löst ja all meine Probleme. Es ist wundervoll. Und erben werde ich wahrscheinlich trotzdem noch, denke ich mir so. Das ist so, was ich in meinen Gedanken abspielt. Ne? Ihr Vater ist alt oder ihr Großvater oder was auch immer, war es auch vollkommen gleich und ist super reich. Herr von Fichtstetten? Ja, kenne ich die Stimmen. Das Wiesel. Das Wiesel? Ja. Ja, bitte. Die Tür geht auf und der kleine Mann kommt herein. Herr von Fichtstetten. Ja. Hatte einen Anruf von einem Baron. Aha. Sein Geld fehlt. Nein, ach. Sie wissen doch, wie das funktioniert. Ich suche Geld dieses Problem ist. Schon sehr lange. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was ist wie war Ihr Name Geld? Doch gleich? Ich habe nur einen ganz bestimmten Begriff im Kopf, der mir jetzt aber nicht. Machen Sie keine Spielchen mit mir, hören Sie. Ja. Also jeder Sie, hier ich mein... kennt Lindner. Natürlich, wer könnte diesen Namen vergessen? Ein Lindner. Ist quasi, sehen Sie, Sie sind dem Namen nach schon kein Außer Experte, mir. Was Geld anbelangt. Wurstelt hier nur einer durch die Bücher und ich wurstel nicht durch die Bücher. Das eben, sind Sie. Weil Geld eben und Finanzen überhaupt nicht Ihr Ding sind, Herr Lindner. Passen Sie auf. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber Geld, ja, gerade wenn es elektronisch sich bewegt, angewiesen wird, hin und her, das ist da. Und dann geht es dorthin und weil es Verbindlichkeiten gab, verschwindet es nach da und dann kommt es aber zurück. Und das geht jetzt nicht fort. Passen Sie mal auf, Herr von Fichtstetten. Ich weiß, dass Ihre Frau Mutter Ihnen durch die Finger schleckert oder wie immer das auch heißt. Was wollen Sie denn damit andeuten? Aber ich bin neutral. Nein, das sind Sie und nicht. Ich habe jetzt eine Spur, also... Helfen Sie oh, mir besser, Sie. Hören Sie. Ja. Wohin führt die Spur? Ich bin Ich habe sie nicht, gespannt. Aber ich weiß, um welche Summe es geht und jetzt kann ich es finden. Ah. Einen schönen guten Tag, Herr von. Welche Summe war das gleich?
Sie haben doch diese Spur. Euro. Ich halte die Klappe jetzt. Und er geht. Stimmt. Was tust du? Ich bin im Moment unterwegs und mache halt meine Kamerafahrt, die ich eben versuche aufzunehmen und suche mir schöne Orte dafür aus. Einmal so durch den Flur, den Kantinenbereich, den Empfangsbereich, vielleicht einen von den leeren OPs, einmal so, wo alles schön sauber ist. Und schöne Menschen, ganz wichtig, immer schöne Menschen. Und versuche halt irgendwie mir da so ein Reel zusammen zu klickern. Du siehst auf deinen Bildern, du guckst ja so mehr oder weniger in die Kamera, während du das filmst. Siehst du auf einmal, wie auf einem Stuhl der Nachtwächter Benny sitzt und du filmst ihn quasi in deiner. Ja, gut, das ist jetzt nicht das Motiv, das ich brauche. Hey, Winnie! Winnie Fick! Winnie Fick! Ja, Benny! Winnie Fick, doch. Winnie. Ist das nicht ein bisschen früh für dich? Du bist doch sonst immer erst nachts hier. Ich hab dich gesucht. Oh, ja, dann. Setz dich! Ja, ich nehme mein Handy, mach's aus. Wobei, ich mach nur das Video aus. Ich nehme das lieber auf, was er da redet. Hey. Ja, was gibt's denn? Ich habe nicht viel Zeit. Du warst ganz schön aufmüpfig, kleiner Scheißer. Jetzt lehne ich mich mal zurück. Worauf will er jetzt hinaus? Überhaupt, zuletzt. Aber ich schicke dir jetzt eine letzte Warnung, hörst du? Halt die Füße still. Halt dich aus allem raus, worum es hier geht. Und sei einfach der kleine Wicht von Social Media Mensch, der du hier bist. Hey, nichts, das war doch niemand, ein das war alles, was ich wollte. Mutter. Das war alles, was ich wollte. Ich will raus aus der Nummer. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich will auch nichts mehr mit deinen Geschäften zu tun haben. Das einzige Problem ist, dass du und deine Freunde hier immer noch euren Geschäften nachgehen. Und das ist einfach nicht okay. Es läuft hier alles still, es läuft hier alles leise. Und den Patienten hier geht's richtig gut. Guck die Statistiken an, Wohlfühlgefühl. 8% gestiegen, denn die neuen Zahlen. Der Ken wird schon misstrauisch. Mein Bruder wird auch schon misstrauisch. Und meine Mutter, die ist noch zu abgelenkt wegen dieser komischen Geschichte, die sie am Laufen hat, um ihr irgendwas zu merken. Aber sobald die da dran ist, dann wird hier der Laden dicht gemacht und dann könnt ihr alle mal gucken, wo ihr bleibt. Du hast hier doch einen geregelten Job und du hast Beziehungen. Du kannst doch deine Geschäfte woanders machen. Warum hier? Weil hier das Geld ist. Ich lasse mich von dir nicht mehr erpressen. Das hat ein Ende. Ein Ende. Mach, was du willst, aber wenn mir irgendwas auffällt und du irgendeinen falschen Tritt machst und ich das mitbekomme, dann ist das dein Problem. Ja. Wenn du dich unauffällig verhältst und ich nichts mitbekomme, was ich nicht sehe, weiß ich nicht. Doch. Peter. Winnie, mach's gut. Er geht. Ja, du auch. Juliane Mann hat den Weg geht weiter durch die Klinik und Ferdinand hat doch eine kurze, wie soll ich es sagen, das Bedürfnis, einmal irgendwie sich frische Luft zu verschaffen. War doch irgendwie ein bisschen viel heute alles. Und wie der Zufall es will, gibt es da eine Biegung und ihr zwei lauft euch fast. Nein, ihr wahrscheinlich, weil ihr beide so ein bisschen abgelenkt seid, also rasselt ihr ineinander. Ich tippe nämlich gerade die Informationen, die ich von Magredo habe, in mein Handy. Die Namen und die Informationen über Drogen oder Affären in der Besenkammer. Bin ganz konzentriert aufs Schreiben, während ich vorbeilaufe. Und in die Ecke. Ich murmel so die ganze Zeit. Oh Gott, mein Geld verschwindet nicht so einfach. Geld ist immer da. Was hast du dir gedacht dabei, du Trottel? Na, rede mit mir selbst sehr leise. Rums. Genau. Mein Handy fällt. Passen Sie doch auf! Oh, Entschuldigung, es tut mir sehr leid. Und ich bücke mich nach meinem Handy
Und ich gucke so. Ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ich gucke völlig, heb mein Handy hoch, drehe es einmal hin und her, ob es noch ganz ist. Warte, bis ich dein Gesicht sehen kann. Marie? Ha? Ja. Maria? Nein. Ja. Ferdi? Mariechen. Das ist ja eine schöne Überraschung. Ja, das müssen ja jetzt hier? 15 Jahre oder Nein, mehr? Ich glaube, so lange. Zehn? In diese. Lange. Ja, was tust du hier? Was soll ich sagen? Meiner Mutter gehört diese Klinik. Ah, du bist. Ach so, Ferdinand von Fichtstetten. Ja, der Name war mir damals, als ich junger war, noch recht unangenehm. Also zum einen, weil er klingt, wie er klingt, und zum anderen, weil ich nicht wollte, dass man mich für einen reichen Schnösel hält. Sie ist irgendwie weiß geworden. Fängt leicht an zu. Geht's dir gut? Bist du hier Patientin schon? Hast du irgendwie einen solchen Pfleger rufen? Hast du irgendwie. Warst nein, du schon. Also ja, ich bin Patientin, aber eigentlich nur. Nichts Dramatisches und ja, was für eine Überraschung. Weißt du, ich bin ja. Mein Mann hier. Oh, verheiratet. Also ich heirate auch bald. Ah, tatsächlich. Aber ja, also, ach, es ist kompliziert. Sag mal. Bist du denn glücklich? Das. Ja, schon. Schon. Wollen wir vielleicht einen Kaffee trinken? Gerne. Schön, dann. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo eine Cafeteria. Klar. Gehen wir doch. Sie kann irgendwie, wenn wir gehen, muss sie ihn immer die ganze Zeit so mustern von oben bis unten. Das ist ja eine Überraschung. Ich gucke immer so verstohlen, so leicht. So, während du musterst, gucke ich so, versuche ich in dein Gesicht zu gucken und es klappt irgendwie nie, weil man immer. Wie jeder wegguckt. Das war ja was damals in Berlin. Ja, das ich war eine ganz schön tolle Woche, oder? Mann. Ich würde. Also ich könnte irgendwie vorbeikommen und kurz, hey, ah, da bist du ja, Bruder Herz. Ich habe gehört, wir teilen uns jetzt ins Büro. Total klasse. Ich will gar nicht weiter stören, aber ich fange schon mal an einzurichten, ja? Ich bin schon mal unterwegs, ich suche mir schon mal einen Schreibtisch und so. Bis später. Ja, aber natürlich, Bruder Herz, alles für die Familie. Mein Bruder. Ach, und hallo, Frau Mann. Schöne Grüße. Und dann bin ich weg. Darüber falle ich nicht, weil ich deinen Nachnamen nicht mehr weiß oder nicht kannte, quasi. Aber, Mann. Ja, Name. Mein Mann heißt Mann. Aber nicht verwandt, oder? Ich meine, das wäre jetzt ein absurder Zufall. Mit der großen Schriftstellerfamilie? Ja. Ich meine, das ist wie. Doch, entfernt. Doch, entfernt. Respekt. Gut eingeheiratet? Naja, sonst könnten wir uns das ja auch nicht leisten. Also, ich könnte mir das nicht leisten. Ja. Na komm, ich freue mich schon, über Erinnerungen zu plaudern während eines Käffchens. Ich komm dann von der Ecke, von hinter Ferdinand. Also, Maria sieht mich herankommen. Und also ich habe vielleicht noch 20 Schritte, da bin ich bei ihr. Da kommt mein Mann. Ach, wie toll. Ja, ich stelle euch mal vor. Ach ja, hier bist du ja, Juliana. Schön, dich zu sehen. Küsschen links, Küsschen rechts. Und Sie sind? Ferdinand von Fichtstetten. Ah, Ferdinand von Fichtstetten. Ich habe viel von Ihnen gehört.
Meinen Glückwunsch. Sie haben ja hier ja letzten Endes zu einer großartigen Familie, zu einem großartigen Anwesen und zu einer großartigen Klinik. Ja, wissen Sie, ich habe da eigentlich gar keinen großen Anteil dran. Ich verwalte ja nur das, was meine Eltern so voller Mühe und ehrlicher Arbeit aufgebaut haben. Ja, das sagt Julianchen hier auch immer zu mir. Darf ich vorstellen? Guck dich so an, Ja. Meine Frau und Juliana Mann, Ferdinand Valentin von Fichtstetten. Ja, wir kennen uns von früher, weißt du, Schatz? Aha. Und sie ist so ein bisschen erstarrt, als er so den Arm um ihre Hüfte, so ganz besitzergreifend den Arm um die Hüfte gelegt hat. Ja, ich dachte mir, ich entführe ihre Frau gerade einmal zu einem Kaffee. Naja, zum Entführen bin ich zuständig. Aber wenn jemand so schöne Worte wählt, gebe ich mir die Entführung gerne frei. Das ist so großzügig von Ihnen, wo Sie uns doch schon so freundlich vorgestellt haben. Nicht wahr? Ich habe heute meinen gütigen Tag. Julianchen, ich wünsche dir alles Gute, bis später. Tüdelü. Und gebe Ihnen einen demonstrativen Schmatzer auf die Backe, der einige Zehntelsekunden länger hält, als es sein sollte, und geht dann wieder raus. Und ein Prachtexemplar. Wir gehen noch einmal für eine Sekunde zu Katharina, denn du, keine Ahnung, betrittst gerade dein Büro, willst die Tür hinter dir zumachen und dann wird sie aufgehalten und Ulrich steht da. Katharina, wir müssen reden.